Nicht nur meine Forschung erfordert Tierversuche, sondern jegliche Forschung, die zu einem Verständnis des menschlichen Körpers und Geistes führen sollte, erfordert Tierversuche. Es ist nicht so, dass Tierversuche alles erklären werden, aber es gibt keine Alternativen zu einem lebenden Organismus. Wir sind als Menschen lebende Organismen, wir haben Organe. Die Neugier, die mich antreibt, ist, dass ich die fundamentale Funktionsweise des Gehirns besser verstehen möchte. Der Grund, weswegen ich sie besser verstehen möchte, ist weniger ein abstrakter Wunsch nach Erkenntnis als ein konkreter Wunsch, eine Basis zu schaffen für das Behandeln von Krankheiten des Gehirns. Ich meine, dass wir ohne ein Verständnis des Gehirns auch die Krankheiten nicht verstehen können. Und ich würde gerne beitragen zu einem solchen Verständnis, um die Grundlagen zu schaffen, aus einem Verständnis der Krankheiten dann zu einer Behandlung zu kommen. Ich meine, dass wir als Wissenschaftler häufig der Öffentlichkeit gegenüber nicht ehrlich waren und uns manchmal auch zu sehr abgekapselt haben. Ich meine, dass wir als Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit reden müssen, aber dass wir auch ehrlich sein müssen darüber, was wir können und was wir nicht können. Meine generelle Auffassung ist, dass wir als Wissenschaftler häufig den Eindruck erweckt haben, dass wir Dinge verstehen, die wir nicht wirklich verstehen. Und dass wir häufig den Eindruck erweckt haben, dass wir kurz vor einem Durchbruch sind, der dann endlich diese oder jene Krankheit heilen wird. Wenn dann das nicht passiert, dann ist die Öffentlichkeit natürlich nicht so glücklich. Wir müssen wirklich ehrlich darüber sein, was wir eigentlich verstehen und wie die Aussichten sind, konkret Krankheiten bald zu behandeln. Es ist vor allem wichtig zu erklären, dass wir in dem Wunsch, das Gehirn zu verstehen, nicht irgendeine Neugierde befriedigen wollen. Natürlich sind wir neugierig, natürlich möchten wir Erkenntnisse schaffen. Aber das Ziel dieses Erkenntniswunsches ist es, eine Grundlage zu schaffen für das Verständnis von Krankheiten. Wir können Krankheiten nicht verstehen, wenn wir nicht das Gehirn verstehen. In dem Sinne sind Tierversuche notwendig für jeglichen Fortschritt im Verständnis von Gehirnkrankheiten. Wenn wir eine Erkenntnis des Gehirns verfolgen, verfolgen wir eine Erkenntnis der Prozesse, die in Krankheiten gestört sind. Wir können Krankheiten nicht heilen, wenn wir nicht wissen, was Heilung bedeutet. Ich meine also, dass wir auch der Öffentlichkeit gegenüber klar machen müssen, dass Grundlagenforschung nur in dem Sinne Grundlagen erforscht, als sie Grundlagen des normalen Lebens erforscht. Es geht hier nicht um irgendeine abgekapselte, esoterische Wissenschaft. Es geht hier um ganz konkrete Ziele, die wir erfüllen müssen, um jemals Fortschritte zu machen, solche Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimers oder Schizophrenie wirklich behandeln zu können. Ich meine, dass wir nicht nur im Verständnis des Gehirns, aber besonders im Verständnis des Gehirns auf Tierversuche nicht verzichten können. Nicht nur meine Forschung erfordert Tierversuche, sondern jegliche Forschung, die zu einem Verständnis des menschlichen Körpers und Geistes führen sollte, erfordert Tierversuche. Es ist nicht so, dass Tierversuche alles erklären werden, aber es gibt keine Alternativen zu einem lebenden Organismus. Wir sind als Menschen lebende Organismen, wir haben Organe. Wir verstehen die Organe nicht, nicht nur das Gehirn. Wir können das nicht irgendwie modellieren, weil wir es nicht verstehen. Man kann nur Dinge modellieren, die man verstehen kann.
Es gibt keine Computerprogramme, wo man sowas nachvollziehen kann. Wir können auch keine Organe in irgendwelchen Gewebekulturen wachsen lassen. Das ist leider Gottes Illusion. Die einzige Art, wie man diese Fragen angehen kann, ist unter anderem unter Benutzung von Tierversuchen. Zum Beispiel in der Krebsforschung, die ja relativ, sagen wir mal, im gewissen Sinne einfacher ist als Gehirnforschung. Eine Krebszelle ist einfacher als ein Gehirn. Kann man schon irgendwelche Medikamente in Gewebekultur mal ausprobieren. Aber letztendlich erfährt man eine Vorhersage darüber, ob ein Medikament vielleicht sinnvoll sein könnte. Nur, wenn man das im Tierversuch wirklich nachprüft, bevor man es dann im Menschenversuch, in der klinischen Studie, wirklich erforscht. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wiederum ist, sagen wir mal, in der Parkinson'schen Krankheit gibt es eine Behandlung, die darauf beruht, dass man elektrisch bestimmte Zellen im Gehirn stimuliert. Das konnte man nur erforschen, indem man das zuerst im Tier demonstrierte. Sonst wäre es ethisch unmöglich gewesen, das im Menschen zu versuchen. Ich meine, dass wir vor allem die Grundlagen von Krankheiten verstehen müssen. Wir brauchen intensivere Forschung über Grundlagen. Grundlagenforschung wird häufig verpönt, weil sie als esoterisch und sich selbst befriedigend angesehen wird. Das ist falsch. Grundlagenforschung beschreibt die Grundlagen eines gesunden Organismus als Basis für das Verständnis von Krankheit. Wir müssen Gesundheit verstehen. Ohne Verständnis der Gesundheit können wir Krankheit nicht verstehen. Besonders in der Gehirnforschung brauchen wir fundamentale Einsichten in das Leben von Nervenzellen und anderen Zellen im Gehirn. Fundamentale Einsichten, die uns fehlen und die es uns unmöglich machen, die Krankheiten zu verstehen. Wir müssen investieren in die ganz fundamentale Erforschung davon, wie eigentlich das Gehirn funktioniert. Das kann nur im Tier erfolgen, weil es kein Gehirn außerhalb eines lebenden Organismus gibt. Und wir verstehen viel zu wenig vom Gehirn, um das Gehirn jemals in den nächsten Jahrzehnten in einem Computer modellieren zu können.